Da wären wir. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Kein Problem. Sollen wir dich wieder zurückbringen? Nee, ich muss mir die Beine vertreten. Ist nicht weit. Außerdem bin ich frei wie der Wind. Wie du meinst. Tessa sollte am Grab ihrer Eltern sein. Nicht weit weg vom Eingang. Sucht nach einem großen, krummen Baum. Unverfehlbar. Ich sehe dann mal nach meinem Onkel. Viel Glück. Im Ernst. Du wirkst ziemlich verschreckt. Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders seit... Naja. Ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen. Okay? Und damit moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tell Me Why. Ich wollte nie hierher zurückkommen. Ja, damit bist du nicht allein. Und wir sind immer noch im Kapitel 2 und wir sind jetzt am Friedhof angekommen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir suchen einen krummen Baum. Der ist gerade, die sind alle gerade... Sag mal, bist du hier zurückge... Psst, nicht so laut. Besser? Ja. Warum, meine Leute, man müsste auf Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Was? Na, man tut, was man sieht. Wie dem auch sei. Bist du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Oh, wir haben eine... Erinnerung, welche Maustaste war denn das jetzt nochmal? Das war doch die linke, oder nicht? Hier ist irgendwo eine Erinnerung. Irgendwo hier. Hier kommen wir nicht weiter, aber wo? Unsere Mutter brachte uns immer hierher. Super ja. Seltsam. Hier muss irgendwo eine Erinnerung sein. Das war doch linke Maustaste, oder nicht? Ja, sag ich doch. Mom, ah, nee, Leertaste. Warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein, es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet nie, Hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und manchmal, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. Sehr. Doch manchmal war es, als litt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Okay, hier ist der krumme Baum, aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern um. Nicht, dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Mike könnte es falsch in Erinnerung haben? Tja, da ich Inventur mit ihm gemacht habe... Das hier nicht. Und das hier? Das könnte etwas dauern. Ja. So. Hey, da ist Michael. Ja, gleich. De Leon. Das ist es.
Haben wir sie jetzt verpasst? Hallo, Herr Adler. Kinder, es ist Zeit. Eddie? Ganz ehrlich, bei Friedhöfen läuft es mir so. Oder bei solchen Szenen läuft es mir echt eiskalt den Rücken runter, muss ich sagen. Dann kommen wir nicht weiter. Was ist hier? Start, oder? Moment, ist das der Baum, der bei uns Schifarise hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht Niles Borkley? Verpasste Gelegenheit. Oh, weil wir damals nicht viel mit Musik am Hut hatten? Und mit CeeLo Green? Mensch, in meiner Erinnerung reicht er bis in den Himmel hinauf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist. Gehen, Eddie? Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine gehen. Das geht schnell, okay. Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Hey. Ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an den Grab gehen. Es fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Es läuft mir eiskalt den Rücken runter, ganz ehrlich. Das ist so... Ja, was soll ich sagen? Da haben wir schon geguckt. Was ist das? Im Chaos der Geschichte verloren gehen. Was soll das heißen? Kein Plan. Michael wird's wissen. Um jene zu ehren, die nicht mehr unter uns sind. Das Tinnegate Preservation Committee und die Gemeinde von Delos widmen dieses Denkmal dem ewigen Band zwischen vergangenem, gegenwärtigen und künftigen Generationen. Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Möge dies eine Ruhestätte für unsere Angehörigen sein, die ans andere Ufer übergetreten sind. Möge unsere ewige Liebe die Wunden der Vergangenheit lindern und uns in eine strahlende Zukunft geleiten. Ja. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch... Hey, Michael. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem. Also, wie kommst du zurecht? Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Links Shift. Und wie war dein Onkel so? Oh Mann. Wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Ich glaube, ich verstehe schon. Nee, das tust du nicht. So grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehört zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch Entschuldigung, wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Ja, ich wollte mir gerade einen Schluck Apfelschorle einschütten. Was ist die Geschichte des Klinke-Denkmals?
Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Was ist die Geschichte des Klinke-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Ach, das hatten wir doch schon. Das muss er jetzt nicht nochmal erzählen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Ja, ist gut. Na, angenommen, du brauchst Platz Schluss, für eine Schule, aus. Eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Da habe ich nicht aufgepasst. Tut mir leid, passiert. Leute. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Genau. Ich störe dich jetzt nicht länger. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Nach reiflicher Überlegung, lass gut sein. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Warum taucht die Frage da nochmal auf? Bis später. Aber klar. Also, wie kommst du zurecht? Je früher das alles vorbei ist, umso besser. Bisher scheint es, als habe jeder in dieser Stadt ein dunkles Geheimnis. Bitte lass mich nicht deins entdecken. Dafür habe ich die Leichen viel zu gut versteckt. Nicht sicher, ob ich dein Essen noch probieren mag. Hast du Angst, etwas über dich zu lernen, was du gar nicht wissen willst? Hey, ich weiß, du steckst da jetzt mittendrin. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken, während mein fantastischer Mitbewohner etwas Köstliches kocht? Himmel. Tolles Essen für die Steuererklärung. Schlagen wir darauf ein, mein Freund. Ich dachte, unterhält sich mehr mit uns. Hier liegt Frau Olsen. Frau Neil, irgendwie hängen wir jetzt, hä? Ich wollte gerade sagen, ich hänge irgendwie fest. Kann ich mit dir noch reden? Nee. Mit dir auch nicht. Okay, gehe ich eben allein. Da war die Frau Olsen. Wer liegt hier? Donald McCarthy. Gehen wir mal weiter. Do not stop, do not step on graves. Mach ich auch nicht. So, sag mal, kommst du jetzt mit oder was ist da? Muss ich mich hier nochmal hinsetzen? Wie läuft's? Du und dein Onkel standet euch echt nah, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist oldschool. Jetzt gibt's doch noch Unterhaltung. Guck mal an. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Wenn du einen neuen Vorkoster brauchst, sag Bescheid. Als ob du eine Wahl hättest. Ich werde definitiv während meiner Ausbildung euer Feedback brauchen. Na gut. Solange es nicht so abenteuerliches ist wie dieser Lachsnacht-Linket-Art mit Pfeffer und Safran. Das kann ich nicht versprechen. Den Mutigen gehört die Welt. Das gilt besonders fürs Kochen. Ja. Okay, komm. Bis später. Aber klar. So, jetzt mach ich mir aber weg hier. Scheiße.
glaube, nichts ist, hier gibt es nichts mehr, was wir noch klären können. Kommst du vielleicht mal mit? Sitzt da immer noch. Warum kommt sie denn nicht? Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Jetzt kommt sie. Naja, das ist ja hier keine... Tja, es sind nur wenige Schritte und ich fange bereits an, es zu bereuen. Allison, bitte. Ich gehe nicht hin. Allison, komm zurück. Ja. Jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein, ist verflogen. Zumindest schickt mich diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Ja, es geht. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown überwinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch, aber... Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. Wo soll ich sehen? Hier ist nichts zu gucken. Das kommt mir bekannt vor. Was denn? So, ups. Ich bin auf das Grab getrampelt, unglaublich. Ich habe vergessen, wie schwer der Tod von Browns Mom für Mary Ann war. Naja, wir waren erst vier, aber ja, sie verlor eine ihrer einzigen Freundinnen. Sie hat immer gesagt, ohne Carol hätte sie nie ein Zuhause in Delos Crossing gefunden. Glaubst du, ihr Tod war der Anfang von Mary Ann's? Du weißt schon. Es hat sicher nicht geholfen, aber nein, das war Jahre später. Guck mal, da oben steht jemand. Und dann war ich mit Jaina am Mittwoch Eislaufen. Du hättest sie sehen sollen. Sie raste übers Eis, als sei sie dafür geboren. Sie ist dein Kind, so viel ist mal klar. Hab ein echt gutes Jobangebot, Meech. Als Highschool-Lehrerin für Musik und Geschichte. Mutter und ich haben darüber gestritten. Sie meint, wir sollen... Oh, hi. Hi. Hab euch nicht gesehen. Tut mir leid, wir wollten nicht zuhören. Das macht ja nichts. Hey, du bist das nette Mädchen aus dem Wecki-Laden. Allison, nicht? Ja. Und sie sind... Ihr Name beginnt mit K, richtig? Kendra. Keine Sorge. Du kannst dir ja schlecht von allen Besuchern die Namen merken. Und du bist dann... Ihr Bruder. Ich bin Tyler. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Ich... Entschuldigung, aber... Was ist das für ein Dialekt? Georgia. Da komme ich her. In Delos bin ich etwa seit 2 Jahren. Aus Georgia mitten in die Wildnis Alaskas? Wie ist das denn passiert? Tja, ich hatte nicht geplant, mehr als ein paar Monate zu bleiben. Wir kamen für die Hochseefischfangsaison, wie schon 2 Mal davor. Mein Mann Meech wollte mich immer überreden, länger zu bleiben, aber ich wollte nicht. Doch dann... Tja. ...haben wir ihn verloren. Hochseeunfall. Oh Gott. Das tut mir so leid. Viel zu viele Familien haben hier jemanden so verloren. Ja, es muss sich etwas ändern. Jedenfalls bin ich jetzt hier mit meiner Tochter Jaina. Und ich bringe es nicht übers Herz zu packen und ihn hier ganz allein zu lassen. Wollen Sie zurück nach Georgia? Das ist die Frage der Fragen, was? Früher habe ich es hier nie gemocht. Zu kalt, zu still, wie eine eisige Wüste. Tausende Meilen von meiner Familie. Doch mittlerweile sehe ich es endlich so, wie Meech es tat. All diese Schönheit. Geht's Ihnen gut? Ja, ich...
Ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht verlieren müssen, um es zu verstehen. Ich verstehe nun, dass ich ihm eigentlich nur aus bloßer Sturheit getrotzt habe. Das muss hart sein. Ja. Lass dein Verständnis davon, wie die Welt ist, nie einen Keil zwischen dich und deine Liebsten treiben. So verschwendet man nur kostbare Lebenszeit. Werden sie dann bleiben? Also, meine Mutter ist der Meinung, Jaina solle mit ihrer Familie aufwachsen. Und da hat sie vermutlich recht. Aber um ehrlich zu sein, ist die Stille hier Balsam für die Seele. Ich muss nicht darüber nachdenken, was 100 andere Menschen tun. Nur ich und mein Kind. Egal wie ich es auch betrachte, es gibt keine eindeutige Wahl. Was glauben Sie, was Jaina möchte? Sie ist immer dort glücklich, wo ihre Spielsachen sind. Aber wenn ich denke, wie nah ich als Kind meinen Verwandten war, sie mag es vielleicht noch nicht begreifen, doch ihr entgeht etwas. Wisst ihr, vielleicht messe ich einer zufälligen Begegnung zu viel Wert bei, aber was denkt ihr darüber? Kann ich nicht entscheiden. Tut mir echt leid, aber das kann ich wirklich nicht für Sie entscheiden. Ja, tut mir leid, das war eine schräge Frage. Ja. Klingt, als hätten Sie nur gute Optionen. Ich glaube nicht, dass Sie sich über eine falsche Entscheidung sorgen müssen. Ich weiß das zu schätzen. Tja, wir müssen los. Ich hoffe, es klappt alles mit Ihnen und Ihrer Tochter. Wir sehen uns sicher, Kendra. Schönen Tag euch beiden. So, wo gehen wir jetzt hin? So, mit der hatten wir jetzt gesprochen. Sie ist hier schon irgendwie gestrandet. Ich weiß. Und ihre Tochter ist gerade erst 2. Gott, solche Unfälle passieren immer wieder, aber die Strafen kosten weniger als die Sicherheit. Tai. Hier ist noch ein Grab zum Ansehen. Das können wir uns nicht angucken, das auch nicht. Hier ist noch eins zum Angucken. Auch nicht das Richtige. Das hier nicht. Was ist hier mit? Sie muss hier irgendwo liegen. Ja, aber wo? Das können wir nicht angucken. Wie war das? Sie hat aus Wasser geguckt. Hier vielleicht? Das könnte etwas dauern. Ja. Was ist hier mit? Oh ja. Allison. Ist sie das? Was zum Teufel war los mit dir? Was? Ist zerbrochen? Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Alter Schwede. Du hast dich auf mich allein gestellt. Ich hasse solche Situationen, ganz ehrlich. Kinder, ich... Ich hatte nicht erwartet... Was tut ihr? Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Nach unserem Tod sind die Gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herzlos genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich wollte euch beschützen.
Mary Ann, ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende... Wären wir am Ende gestorben? Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich werde nicht nochmal für ihre Entscheidungen gerade stehen. Mary Ann, ging's gut, bis du sie gemeldet hast. Gut? Sie lebte seit Jahren nur von Almosen. Man kann nicht immer völlig zugedröhnt zu einem großzügigen Jobangebot aufkreuzen. Wenn man überhaupt auftaucht. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Alles war gut, bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht. Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Fragt nur Sam Kensky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Halt, was? Ich... Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Ich hab nicht nachgedacht. Bitte, vergesst das einfach. Tessa. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Jugendamt ist trotzdem die letzte Option. Ich habe am eigenen Leib erfahren, was davon wird, wenn sich das Jugendamt einschaltet. Eine Hilfe für die Kinder sind die auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Du hast getan. Nee, das sehe ich nicht so. Familie zerstört wäre zu hart. Komm, das Erste. Ich verstehe, dass Marianne keine Hilfe wollte. Aber es hätte eine bessere Lösung geben müssen. Ja. Besonders, wenn sie wirklich eine Krise hatte. Ja, du hast recht. Ich hätte einiges besser machen können. Viel besser. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Könnte ich eure Mutter zurückholen, würde ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in euren Leben wollt, bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Darüber habe ich nachgedacht, seit du nach Hause gekommen bist. Ich glaube fest daran, dass mein Leben besser wurde, weil ich es nach Gottes Wort gelebt habe. Aber ich glaube auch fest daran, dass wir nicht immer verstehen, was er uns genau sagen möchte. Ich habe ihn um Rat gebeten. Und nun, da ich dich hier vor mir sehe, du bist so ein starker und umsichtiger junger Mann. Das muss seine Antwort sein. Das bedeutet mir viel. Danke. Tessa, ich weiß, die letzten paar Tage waren heftig. Wenn du magst, bin ich bereit für einen Neustart. Aber das kann ich nicht entscheiden. Tyler? Ja, komm. Ich will keinen mehr verlieren. Und wenn wir Leuten nicht vergeben können, was bleibt uns verdammt nochmal übrig? Danke. Euch beiden. Kinder, ich habe die Geschichte eurer Mutter nie gekannt, aber sie war offensichtlich sehr schmerzhaft. Sie sagte immer, ihr beide wärt das einzige Glück gewesen, das sie je hatte. Ich will mich bemühen, ihr zu vergeben. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Wenn ihr zwei morgen in der Stadt seid, kommt doch ins Café. Ich gebe was aus. Steht ja. Kokosnusskuchen auf der Karte? Weißt du, das ist sehr gut möglich. Dann sehe ich euch beide morgen. Sicher. Komm schon.